danke, dass ihr gekommen seid. Willkommen zu, ich würde das gerne Brainlag nennen, aber es hat aktuell noch keinen Namen. Es ist sehr sporadisch. Ich hoffe, es klappt, aber es kann sein, dass es nicht klappt. Dann muss ich swingen. Warum nennst du es nicht Brainlag? Ja, weil das ist designtechnisch, steht das halt noch nicht drin, Peter. Ach so. Ja. Aber es wird Brainlag heißen, weil ich habe Matteo eingeladen, ich dachte, das passt ganz gut. Moment mal. Ja, es wird folgendermaßen laufen. Ich glaube, ihr kennt das eh. Wir haben jemanden, der als erstes eine Kategorie auswählt. Ihr kriegt eine Frage, ihr könnt buzzern. Wenn ihr richtig liegt, kriegt ihr Punkte. Wenn ihr falsch liegt, verliert ihr die Punkte. Danach kann nochmal gebuzzert werden. Wenn ihr richtig beantwortet, dürft ihr die nächste Kategorie auswählen. Okay, aber wie genau muss man die Frage beantworten? 100% genau. Das sage ich vorher normalerweise dazu. Und diese Frage nur 60%. Frage ich Chat, genau. Hey Chat, ist das okay oder ist das nicht okay? Aber in meisten Fällen sage ich dir vor, ob das nur das Spiel sein muss, ob das irgendwas spezifisch sein muss oder wie es da genau ist. Ich muss gerade noch irgendwie schauen, wie ich den Browser so hinbekomme, weil da drin ja die Farbe ist. Die Frage. Wer ist hier nicht vorbereitet, Dalu? So, ich hoffe, das klappt. Ja, genau. Die Fragen seht ihr nicht bei eurem Buzzer, sondern im OBS, im Overlay. Das ist, glaube ich, noch relativ wichtig. Oh, der ist in der Tat wichtig. Ach, Peter! Gut, ja, ist egal, ich sehe es. Ich habe nur OBS ein bisschen größer gezogen dann, ne? Wollte ich eigentlich nicht, weil dann sehe ich dich auch größer, Dalu, aber habe ich jetzt mal in Kauf genommen. Aber es ist nicht Multiple Choice, ne? Es ist, man muss es schon wissen, oder was? Es gibt ein, zwei Fragen, bei denen es Multiple Choice ist, aber in den meisten Fällen musst du es einfach wissen. Du musst es wissen jetzt. Ja. Ich habe mir da jetzt nicht gedacht, oh, das darf kein Multiple Choice sein und dies und das. Es sind keine Schätzfragen dabei, weil das in dem Format noch nicht, hat er ist nicht noch gesagt. Nie möglich. Keine Schätzfragen. Das hätte ich ganz gerne noch drin, dass man ein Textfeld oder so hat, in das man was reinschreiben kann. Aber das Matthias ist so pink im Gesicht. Da ist eine ganze Kategorie, wo ich keine Punkte bekomme. Ja, deswegen, weil mein Monitor das reflektiert. Ja, ja, bei GeoGuessr, die 1000-Punkte-Frage ist Afrika tatsächlich. Oh mein Gott. Die werde ich sofort nehmen. Kann ich sofort 1000 Punkte nehmen? Ja, ne? Nee, ich würde, Peter war so schön früh da und pünktlich. Deswegen würde ich einfach sagen, dass Peter gerne starten kann, weil ich mir nicht überlegt habe, wer als erstes wann starten darf. Ja, wir können eine Reihenfolge machen, oder? So wie wir. Stimmt, oder wir können theoretisch, ich überlege mir im Kopf eine Zahl von 1 bis 10 und ihr 7. Sagt jetzt alle mal eine Zahl. Sagt einfach die 7. Von Peter, jetzt ich werde schon Betrug wieder. 4. Ich wollte gerade sagen, ich dachte, ich fange an. Moment. 2. Moment. 7, 4, 2. Zahl zwischen was und was? 1 und 10. 5. Ich wette, die höchste gewinnt. Scheiße, ich hatte 7. Ich hatte 6. Ich hatte 6. Ich habe das auch im Chat geschrieben. Sprich, wir hatten eine 7 und eine 5. Ja, ja. Müssen wir nochmal ganz neu machen. Dann müsst ihr in Stechen rein. 7 und 5 müssen stechen. Okay, 7 und 5 stechen. Ich bin zweimal schon fast angefangen. Was ich überlege nochmal, warte. Okay, ja? Ich habe eine Zahl. Los. 3. 7. Es war 3. Ich weiß. Das klingt sowas von falsch. Das ist das Geile, wenn man Game Master ist. Ne? Ich kann die Regeln einfach nach Belieben ändern. Matteo sollte von Anfang an anfangen. Testbassern? Oder können wir alle mal kurz testbassern? Ja, ihr könnt auch keiner. Ja, du kannst leider testen. Nur eine Person, glaube ich. Ah. Und jetzt kann ich euch den Buzzer wieder wegnehmen. Und jetzt kann ich dir den Buzzer wieder wegnehmen. Können wir einen Song draus machen? Alle meine Entchen? Nee, das geht nicht. Blask muss ja mit Ton immer. Ja, so funktioniert Musik nicht. In meinem Kopf schon, okay. Okay, wir können loslegen. Tut mir leid. Matteo, du kannst dir gerne eine Kategorie aus. Okay, es geht jetzt los, ja? Pünktlichkeit hat sich nicht ausgezahlt. Ja, wenn du Bock hast. Okay, darf ich auch die Tausender sofort nehmen? Matteo, du kannst nehmen, worauf du Bock hast. Das ist ja komplett frei. Was sind denn, entschuldige bitte, ja. Ja. Matteo hat jetzt die erste Frage und darf auch automatisch die erste Antwort geben. Erstmal die Erfahrungsantwort dürfen wir. Nö, okay. Deswegen frage ich euch, wurden die allgemeinen Regeln erklärt, als ich 30 Sekunden abwesend war? Ja. Okay, ihr dürft buzzern. Der Erste, der buzzert, wird dir angezeigt. Der beantwortet. Wenn er falsch liegt, verliert er die Punkte, die Kategorie wert ist, und jemand anders kann wieder buzzern, Minus nachdem ist ich den Buzzer freigegeben habe. Oh, darf man nochmal buzzern? Ihr könnt auch ins Minus. Okay, ich gehe sowas von ins Minus. Wenn ich verkacke und die Antwort ist falsch, darf ich es nochmal probieren, wenn ich wieder der Schnellste bin, der buzzert? Gute Frage. Nee. Nee. Man darf was, nur wenn ich trotzdem drauf drücke? Das habe ich mir zum Beispiel, es gibt so ein paar Sachen, die habe ich mir natürlich vorher nicht überlegt. So, nochmal buzzern zum Beispiel, keine Ahnung. Bin ich gerne für Feedback bereit. Oder ich finde es aber gut, dass man nicht nochmal buzzern darf. Aber ich würde sagen, andere Leute haben dann erstmal so die Chance. Ja, würde ich auch sagen. Ja. Sonst sammelt Dalu wirklich Minuspunkte. Okay, gut, dann lege ich los und ich starte einfach mal mit H2.
hat er nicht gesagt für 200. Das, okay, jetzt hab ich ein bisschen Angst. Ne? Jetzt klicke ich da drauf und ich hoffe, das wird bei euch angezeigt. Ja. Ich sag mal, ich probiere, also ich hab's, oder? Du musst sagen, wer den Zuschlag Peter, bekommen hat. Genau, viele... Peter, du seht ihr das nicht? Doch, ihr seht das, ja, oder? Ja, ich seh das. Ja. Du bist ja. Peter. Ich sage Wario. Das ist falsch. Okay. Mann! Ich sag Waluigi. Das ist richtig. Oh, shit. Als Peter das Ding hatte, bin ich so von der Maus weggegangen. Ach, ich muss eh nicht mehr buzzern. Dann sagt der Mario. Das war mir unsicher. Das ist ja überhaupt nicht. Es gab auch gar keine Frage. Da steht einfach nur Wario und die Kategorie, das hat er nicht gesagt. Deswegen dachte ich, muss mir einen Charakter nennen, der nicht wahr sagt. Gut, dass er nicht vorher zu sagen. Ach so. Das ist alles Lehrerfahrung. Lara Croft. Hat er nicht gesagt, das sind Zitate. Das sind Zitate und ich brauche quasi, das sage ich in Zukunft vorher dazu, ich brauche quasi einen Okay, das heißt, wir fangen nochmal von vorne an. Nicht ja, ja, guter Test. Mann, guter Test. Nee, das zählt. Jaras okay. Punkte sieht man leider auch nicht so gut, aber wie gesagt, wir schreiben das alles auf. Okay. Ich habe 300. 200. Also jetzt darf Chiara wählen, oder? Chiara darf jetzt nächste Kategorie wählen, ja. Okay. Okay. Ich nehme, den kenne ich, 600. Den kenne ich 600. Ihr kriegt gleich ein Bild und ihr müsst buzzern. Und ihr müsst mir sagen, wer das ist, logischerweise. Okay, das ist gut. Oh, ich bin so schlecht mit Namen. Wir sind nur Gaming-Legenden, ich bin zu langsam. Das ist Red oder Ash, kommt drauf an, was man sagen will, aber es ist eigentlich Red. Bei mir hieß der Peter, das ist falsch. Das ist komplett richtig. Aus Pokémon Gold war das, glaube ich, ne? Ganz zum Ende. Ja. Also ich glaube, sogar in den Remakes auch im ersten Teil schon am Ende, aber ich glaube auch erst in den Feuerrot oder so. Hätte ich natürlich auch gewusst. Wir haben Namen? Ich hätte einfach Pokémon. Ja, der hat eine Farbe als Name. Ja, das ist Red. Okay. Ja, Punkte sieht man irgendwie nicht so gut. Das müssen wir aufschreiben. Ja, aber meine minus 200, die sieht man gut. Die sind gut, das ist richtig, ja. Weil die Namen zu lange sind, glaube ich. Okay, Dalu. Ich nehme echte Gamer für 400. Oh nein, da ist Dalu die 1000 wahrscheinlich. Echte Gamer für 400 ist einfach Gaming Trivia quasi. Okay. Jetzt habe ich irgendeine random Frage, hier gibt mir eine Antwort drauf. Mhm. Eine random Antwort? Nö, am besten eine, die korrekt ist. Okay. In welchem 2021 erschienenen Indie-Titel läuft der Protagonist ausschließlich im Kreis? Oh, fuck. Loop Hero? Ach! Richtig gut. Starke Antwort. Ist richtig! Damn it! Ich muss gerade schauen, welches Jahr wir heute haben. Fühlt sich auch gar nicht an wie 2021. Ich dachte, das war nicht 2019 oder 2020. Ja weil es aussieht wie 2-1. Naja. Bist du so ein Grafik? Nein, aber Loop Hero war schon hässlich. Also es gibt. Dalu auf jeden Fall. Dalu hat Pokémon Arceus gespielt. Der hat nichts mit Grafik. Ich habe es gar nicht gespielt, Loop Hero. Oh, ich hab's gar nicht gespielt, aber ich kannte es natürlich. Aber ich weiß es trotzdem. Ihr Noobs. Also 600 Punkte sollte man schon haben. Ja, finde ich auch. Gut, dann mache ich jetzt. Ich darf noch mal, oder? Du darfst noch mal, ja. Gerade vom Chat-Feedback bekommen, dass ich erst die Frage vorlese und erst danach buzzern dürfte. Ist aber schwer vom Timing, ne? Das funktioniert nicht von der Technik her. Dann du könntest es so machen, du liest die Frage vor, aber zeigst sie uns noch nicht. Und danach wird sie erst eingeblendet. Ja, ist das technisch möglich? Ja, er muss den Knopf ja einfach später drücken. Ja, das ist dafür muss er aber vorher die Fragen haben. Matteo, also ich habe die Fragen. Profi sagt, er muss den Knopf einfach nur später drücken, als wenn du eine Ahnung hättest. Ich habe auch Fragen vorher. Ich kenne mich aus. Ich habe die Fragen vorher, ich kann die theoretisch erst vorlesen. Ja, ich glaube, das wäre besser. Da hast du sogar recht, da tut ja weh. Ja, bin ich. Und ihr buzzert erst, wenn ihr die Frage seht. Ich finde das 100 seht, Punkte wert, oder? Nein, aber Moment, kann man denn trotzdem schon buzzern? Ja, aber muss ich warten, bis du fertig bist? Oder wenn ich denke, dass ich die Antwort schon weiß, obwohl du nicht fertig bist, kann ich dann auch schon buzzern? Ja, das ist das Problem. Also ich würde sagen, wir lassen es einfach so und ihr lest es selber. Ja, wobei, lest nebenbei mit vor, aber ihr könnt dann schon buzzern.
Weil das Problem ist, wenn ich vorlese, ist das Buzzer-Timing aber ein bisschen skafft. Aber langsamer Leser. Nee, aber ich finde es cool, wenn du es vorliest, weil dann denkt vielleicht jemand, der hat die Antwort und buzzert und dann sagt er was falsch. Genau, du musst sofort aufhören vorzulesen, wenn du den Buzzer ja, hast. Ja, 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 das ist geil. Genau. Ja, dann machen wir das gerne. Das ist geil. Okay, das finde ich auch gut. Probier das mal aus. Ich mal die nächste Kategorie. Finde ich gut. Okay, ich nehme GeoGuessr 600. Oh nein. Okay, hier funktioniert es tatsächlich nicht. Ihr kriegt gleich ein Bild und ihr müsst mir sagen, aus welchem Spiel das stammt. Okay, so, okay. Oh nee. Ich bin doch wieder dabei. Was hast du gesagt, 600 oder 400? 600 habe ich gesagt. Okay, hier lese ich logischerweise nichts vor. Ihr kriegt, wie gesagt, gleich ein Bild. Ich brauche nur das Spiel. Ich brauche nicht den genauen Ort. Yeah. Mhm. Okay. Das ist Super Mario 64 auf dem Weg zum U-Boot von Bowser. Oh mein Gott. Minuspunkte, weil er gesagt hat, Runner, die Vorteile. Das ist absolut richtig. Ja, aber das ist ein guter Zeitpunkt, um zu sagen, ich habe noch nie Nintendo-Spiele gespielt und kein Pokémon. Ist das schlimm? Ja, ich auch nicht. Ich habe auch noch nie 64 gespielt. Und Pokémon aber es gibt nicht. Ja, es gibt ja Games, die vielleicht nur einer gespielt hat. So. Ist ja. Hä, kann ich dann mit Matteo einschlagen dafür, dass wir das noch nie gespielt haben? Ich weiß nicht, ist das was, worauf man stolz ist? Ist ja schon ein geiles Game eigentlich, ne? Ja, aber ich hab mit Steinen gespielt damals. Ich auch. Mit Murmeln. Warum? Hattest du nicht mal so einen Monolog on Stream, dass du immer. Ah, du warst beim Kumpel, ne? Und hast da. Aber beim Kumpel, ich durfte zusehen, wie andere spielen, ja. Ich hatte einen Kumpel, der hat einen PC. Auch, ne? Hab ich immer zugesehen. Alucard. Dann nur, um auch mal die Kategorie zu sehen, damit alle Kategorien klein sind. Insider 200. Okay, ist ähnlich wie Echter Gamer. Es ist aber nicht direkt aus dem Videospiel, sondern eher so, ja, seht ihr gleich. Also okay. Industriebezogen, ne? Liest du jetzt erstmal? Hast du gesagt 400? 200. 200, genau, okay. Genau, liest du jetzt oder müssen wir wieder gucken? Ich lese vor. Okay. Mhm. Und dann könnt ihr buzzern. Okay. Das meistverkaufte Videospiel der Welt ist. Oh, es gibt so viele Möglichkeiten. Scheiße, das hatten wir schon so häufig. Ja, das hatten wir schon so oft. Und es ist entweder immer das eine es. Oder. Ja. Ich sag's auch. Ich helfe euch sogar. Ich sage, es ist Minecraft oder Tetris und ich entscheide mich für Tetris. Ich glaube beides nicht, oder? Ich hätte Tetris gesagt. Der ist noch ein anderes wildes Game im Rennen. Das ist falsch. Oh! Ich sag einfach GTA 5. Das ist auch falsch. Ich sag Tetris. Hä? Das hab ich gesagt! Ich hab das Minecraft noch gesagt! Hast nicht Minecraft gesagt! Das ist auch falsch. Nicht das doch Minecraft! Wie, das ist falsch, kann ich sagen. Das ist ja komisch. Oh nein. Tetris! Du darfst gar nicht doch mal buzzern. Nee, wir haben gesagt, wenn einer falsch, aber es haben zwei falsch, drei schon. Okay, nur das ist einer falsch. Ja, ich bin dafür, seine Antwort geht durch. So, aber ja, der Name Brainlag, der bewahrheitet sich gerade so ein bisschen. Ich gebe dir hier mal keine Minuspunkte. Ja, also muss jetzt Chiara muss ja jetzt, oder? Wir haben alle gedrückt. Kann ich nicht aussetzen? Ja, du kannst aus, aber, oder? Oder dürfen wir nochmal? Weil es gibt ja ich gebe dem Buzzer Chiara buzzer mal eben. Ich gebe den Buzzer jetzt in 3 Sekunden nochmal für alle frei, dann könnt ihr alle buzzern, ja? Tetris auch falsch, oder was? Hat jetzt schon jemand? Ja. Moment, was hat wenn ich gerade frage, wenn ich jetzt gerade ein Brainlag. Wenn ich gerade verarscht wurde, es wurde doch dreimal Tetris gesagt, oder? Ja, okay. Okay, ich löse es auf, weil niemand buzzert. Ich trau mich jetzt nicht, das Offensichtliche zu sagen. Ja, ich sag jetzt Minecraft oder nicht? Doch, Minecraft! Minecraft! Ich hab gedrückt! Nee, das war ich schon. Da stand da schon, ich Matteo. Nein, da stand da schon, aber du kriegst doch wieder 200. Sagt Minecraft oder Tetris und ihr buzzert dreimal und sagt dreimal Tetris. Ich flipp aus. Ich dachte, er hätte es gesagt, danach habe ich korrigiert. Es ist absolut unverschämt, dass Matteo da für dich noch mehr. Ja, das stimmt. Er hat zweimal Tetris. Man kann da nicht für den. Guck mal, wenn du in der Arbeit, in der Schule, zweimal denselben Fehler machst, bekommst du auch nicht zweimal Abzug. Aber Vles, du hast den Buzzer doch nochmal freigegeben. Das heißt, er müsste doch nochmal Minuspunkte bekommen, oder? Nee, jetzt lass dich nicht darauf ein. Ende hat er nichts mehr gesagt. Er hat nichts mehr gesagt. Alles die Antwort schon gezeigt, weißt du? Weil schon lange im Mute. Ich dachte wirklich, GTA 5 hat da aufgeholt.
Und mit den Verkäufen. Das ist, glaube ich, auch insane. Das gibt es ja auch mittlerweile auch für Kühlschrank und Toaster. Das hätte jeder hätte das sagen können. Ich war kurz davor, dreimal minus 200 zu machen, Matteo. Ja, ey, ohne, aber ohne Scheiß, nur fair. Vor allem, ich dachte die ganze Zeit Minecraft, dann dachte ich, ah, Peter hat Tetris gesagt. Nee, Peter hat Minecraft gesagt, dann sage ich Tetris. Oh Mann, ey. Zweimal! Also, okay. Ja! Es ist Minecraft. Okay. Okay. Jetzt? Wenigsten Punkte. Also Peter mit minus 400. Wenn okay, geil. Der, ich wenigstens eine Kategorie. Ich nehme Insider 400. Insider 400. Ich lese wieder vor, ja? Ja. Ja. Okay. Valorant trug während seiner Entwicklung welchen Titel? Oh. Project L. Echt? Nein. Das ist falsch. Nee. Darf ich nochmal buzzern und ich... Project A. Scheiße, ist richtig. Das ist richtig. Das Project, ist Spiele, die ich gespielt habe. Project L. Und dann Project L ist das Kampfspiel. Das Beat'em Up ist Project L. Ja, immer so nur so ein Buchstaben dahinter hängen. Aber ich dachte auch, es ist Project L. Da habe ich gegoogelt und gemerkt, es ist Project A gewesen. Schade. Gibt ja A, L und M, glaube ich, ne? Ja, aber Project L kam so oft im, war so oft im Rennen und Project A auch. Aber Project A habe ich irgendwie, klingt nicht richtig. Okay, stark, Matteo. Okay. Schön, Matteo, schön. Schön, Matteo. Matteo stark, aber da fehlen noch minus 200 Punkte für Tetris 2. Nee. Okay. Du kannst gerne die nächste Kategorie nehmen. Ich nehme GeoGuessr 1000. Oh. Ja, weil ich hoffe, dass einer falsch drückt. Okay, ich werde nichts vorlesen. Ihr seht wieder einen Ort. Ich brauche nur das Spiel. Das Game. Oh nein! Nein! PUBG. Ja! Was ist es? Ist PUBG. PUBG. Ja, es ist PUBG. Oh Gott, ich wollte das auch nicht mehr zu spät, ey! Das ist Military Base in PUBG. Ja, ich hatte kurz das neue Battlefield im Kopf. Ich wollte eigentlich Call of Duty sagen. Ja, krass, weil ich dachte, das ist so random gewesen, dachte ich, da kommt keiner drauf. Aber ich werde. Oh, durch die Container dachte ich dann, nee, es muss PUBG sein und nicht Call of Duty. Ja, aber die Container, aber diese also die Tanks diese hätte Kugeln, ich nie erkannt. Ja, aber ich finde so dieser Matschboden, das ist ein PUBG einfach. Ich glaube, das ist kein Matschboden, das sind richtig schöne Gräser. Ja, ich weiß, aber das ist halt PUBG. Hätte auch MW2 sein können. Hallo. Ja, hätte vieles sein können, glaube ich. Sehr stark, sehr stark. Du hast ja den Container erkannt, oder was? Ja, ich dachte erstmal bei diesen komischen Tanks, das ist Call of Duty irgendeine Map, aber die Container sind so PUBG, das ist keine Ahnung. Scheiße, ich dachte, das ist schwer. Stark. Nee, ist ja auch schwer, aber Chiara ist gut. Chiara gut, ja. Chiara gut. Chiara. Ja. Hat er nicht gesagt 400? Hat er nicht gesagt 400? Ist das was ich vorlesen muss? Lass mich mal gucken. Oh, dann ist aber auch deine Betonung richtig. Ich lese das vor. Okay, okay. Don't you guys have phones? Der eine Dude von Blizzard. Warte, ich gebe dir vorher, ich brauche nicht den genauen Namen. Es reicht mir, wenn du sagen kannst, was er macht. Okay, der arbeitet bei Blizzard und ist auf der BlizzCon und nimmt da gerade Fragen entgegen. Ja, aber reicht das? Der arbeitet. Also ich hätte schon seinen Namen jetzt Diablo gerne gewusst. Immortal. Ja, aber das reicht doch nicht. Hä, wieso nicht? Happy, das ist jetzt ein April-Scherz, oder was? Das war Jen gewesen, Diablo Immortal Game Director. Und wenn du mir sagen kannst, auf der BlizzCon. Also Ryan Cheng hätte man wissen können. Von der Antwort, die da steht, da hat er nur Diablo Immortal jetzt gewusst, ne? Weder den Namen noch was er macht. Ja, Matteo, aber das entscheidest nicht du, das entscheidest ich. Ja, ich weiß, ich sag ja nur. Ich hab's voll genau erklärt, aber ich hab dreimal Tetris gesagt, nachdem das schon jemand anders gesagt hat. Hier, Peter, deine Punkte. Ja, aber Tetris war... Ja, danke schön. Ich bin wieder auf Null. Okay, okay. Ich kann, das ist das Problem, ne? Ich habe hier keine Möglichkeit, Matteo noch minus 400 zu geben. Das ist in dem System leider nicht möglich. Ach so, er hat das System. Aber ich werde das zukünftig reinmachen. Für Strafpunkte, finde ich gut. Immer so undercover einfach so ein paar Punkte abziehen. Okay. Gut. Achso, ich darf jetzt ja wieder. Nein. Du darfst die nächste wählen. Ich nehme echter Gamer 600. Echter Gamer 600. Das werde ich vorlesen. Jo.
Die 6. Erweiterung für World of Warcraft. Alter. Heißt wie? Hallo. Ja, was? Bin ich raus. Warte, wir haben noch Zeit, oder? Ja, ihr habt Zeit. Hast du mal WoW gespielt, Chiara? Ich habe einmal reingeguckt mit Florentin, aber ich weiß nichts darüber. Und es war Classic. Wann kam das richtig Schlechte? Okay, welches? In dem Mist auf Pandaria. Das sieht aus, als steckt da schon drin. Ich glaube, das ist nicht das 6. Nein, ich frage nur. Ich habe keinen Plan. Ach so, Moment. Boah, das ist so schwierig. Wie witzig wäre es, wenn wir jetzt bassern würden, Matteo, und dann hätten wir, keine Ahnung, Wrath of the Lichkin oder so. Und dann das ist es nicht. Das war das Einzige, was ich hätte nennen können. Noch. Ich gebe mir noch 10 Sekunden, ja? Ich hab's auch nicht gespielt, keine Ahnung. Ich hab so einen Grafikglitch auf die 6 und wollte ihn wegwischen. Jo, da, okay. Ich vergesse eins, aber ich sag Legion. Da fehlt eins. Das Legion ist das 7., oder? Richtig. Oh, ich hab die ganze Zeit dieses Warlords of Draenor nicht unterbekommen. Mhm. Oh nein. Na gut. Jetzt kann ich mich nicht mehr entspannen. Oh. Stark. Hab ich jetzt 6 schon? Nee, ne? Das ist krass. Nee, stimmt. Du warst bei 600. Nee, ich war bei 1,2. Du hast noch nicht draufgerechnet. Ah, ja, 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 genau. Dann gebe ich dir nochmal eben 600 Punkte. Schummeln müsste Punktabzug geben. Ja, ja, ich auch. Tetris Dauerbuzzern. Du wirst kein Schummeln. Das ist Dummheit. Okay. Dalukard. Wähle die nächste Kategorie. Den kenne ich für 200. Den kenne ich für 200. Den kenne ich, ist tatsächlich, ist mir danach aufgefallen, ist vielleicht ein bisschen schwer. Oha! 200 kriegst du hin, aber alle anderen Sachen. Moment, 600 haben wir gerockt. Ob ihr das wisst. Ja, 600 war gut. 600 wirklich gut, aber. Ist da irgendwas von Halo dabei? Aber kennst du den? Ja. Soldat 1 im grünen Helm? Kenne ich. Genau. Matteo, welche Spiele, darf ich dich mal fragen, welche Spiele du überhaupt gespielt hast so früher? Also früher, Command and Conquer, also die alten Teile, dann Halo und Prince of Persia, dieses ganz alte, wo man noch so 2D springt, das war's. Ja. Die Games hat er gerobbt. Das kenne ich. Willst du genau den Namen ich, hören? Bei denen kenne ich 200, hätte ich gerne den genauen Namen, ja. 200, okay. Okay. Scheiße! Das ist WoW, oder? Arthas, der Lichtkönig. Ich wollte gerade sagen, wie viel WoW ist hier drin? Ah, das ist natürlich absolut richtig. Bang. Es ist nicht so, ich glaube, das war die letzte WoW-Frage. Bin mir relativ sicher. Ach, schade. WoW, ich hoffe, dass WoW noch bei Geo gestern dabei ist. Oh, das könnte sein, wahrscheinlich. Ja. Wer weiß. Keine Ahnung. Doch, ich weiß es. Warte mal. Okay. Da los dran, oder? Ja, warte. Vlest muss gerade noch mal was checken. Ich hab gerade einen kurzen Schock gehabt. Alles gut. Okay, alles gut, ja. Okay. Ich habe die Seite gerade geschlossen und dachte, oh scheiße, wenn ich das wieder aufmache. Aber es funktioniert zum Glück alles. Ich habe einmal kurz getestet, das passt. Super. Okay. Ja, Matteo. Was? Nee. Dalu. Entschuldigung. Was? Ja. Geogesser 200. Ich meine hier die Geogesser 200. Ja, warum Das nicht? Ist doch schon weg. Bei mir, Moment. Nee, bei mir nein. Nicht. Wieso ist das in meinem Overlay schon weg? What the fuck? Hast du deinen Chroma-Key zu hoch? Nein, ist es nicht. Ich dachte, Geogesser Berlin. Hätten wir darüber lesen sollen. Geogesser 200. Ich finde, es sollte Punktabzug geben, wenn man so was. Die 200 sind alle leicht. Okay. Okay. Ach, Mann. Oh, da musste ich jetzt aber auch buzzern. Witcher 3. Und wo? Der ist natürlich absolut richtig. Genau, Ort. Hätte ich dir sagen können, wo? Hätte ich das glaube ich dir sogar, dass du das gewusst hast. Wo denn? Ja, Kermoen. Ja. Ursprünglich hätte ich auch gesagt, ich brauche den genauen Ort. Und das ist mir aufgefallen, nachdem ich die Bilder rausgesucht hatte, dass sie das niemals rauskriegt. So. Außer bei WoW und Dalu weiß ich es. Niemals. Ich hab's dir gerade gesagt. Ja, bei dem. Bei Mario 64 habe ich es dir auch gesagt. Genau. Aber bei den anderen dreien. Chiara hat mir nicht gesagt. Chiara, genau, wo war das jetzt in PUBG? Military Base. Das wusste sie. Das wusste ich. Sag ich jetzt nicht mehr, vielleicht kommt sie nochmal. Oh, ich darf wieder was sagen.
Okay, jetzt war ich gerade gut bei GeoGuessr. Krieg ich das nochmal hin? Mhm. Kriegst du nein. Ich sag GeoGuessr 400. Ah, oh, okay. Ich habe jetzt mit Matteo gleich. Sagt mir gerne auch mal genau dazu, wo es ist. Nee. Okay. Echt jetzt? Müssen wir das? Was? Okay, nee, nee, nicht, nee, okay. Nein, nur das Spiel, nur das Spiel. Okay. Was ist es? Was ist es? Oh, fuck! Oh. Fuck! Das ist Metal Gear Solid. Gear Solid, ja. Wo? Shit, nachdem du den zweiten Fahrstuhl in die Basis genommen hattest und durch den Schacht ausgebrochen hast. Nach Doktor, nach Revolver Ocelot. Das ist ja da. Ich hab's aber keine Ahnung, wo das ist. Das war ein geiles Game. Ey, das ist vom Tank. Mhm. Ja. Shit, hätte ich auch gewusst. Dammit! Mann! GeoGuessr ist eine geile Kategorie, ich hatte erst Angst. Ja, finde ich auch geil. Ja, ich hätte auch, wenn es möglich gewesen wäre, hätte ich ein zweites Board gemacht, weil die Fragen gehen ja auch relativ schnell durch, also es wird logischerweise nicht 2 Stunden dauern. GeoGuessr hätte ich übel viel gehabt, aber ab nur ein paar Sachen. Ja, echt nice. Dann nehmen wir jetzt die Insider für 600. Die Insider für 600? Liest du wieder? Lese vor. Ich weiß nicht mehr, was die Kategorie war. Frage beantworten. Hat. Eine Sekunde. Ja, ja, Trivia anscheinend, oder? Ja, ne? Lässt mal spannend. Er fügt gerade noch 5 WoW-Fragen hinzu. Nee, ich habe nur kurz was gelesen. Welcher Pokémon-Titel wurde bis dato am häufigsten verkauft? Und ich zähle hier, das sage ich direkt davor, die Generation. Aber ohne die Remakes. Wisst ihr, was ich meine? Also sowas wie Silber und Gold zählen zusammen. Ja, okay. Ich sage Blau und Rot. Das ist korrekt. Ist so. Bam! 31 Millionen, also Stand, den ich hatte. Ich glaube, das war Juni. Und ja, zweitmeistverkaufte war tatsächlich Schwert und Schild. Ja, deswegen dachte ich. Ich hatte das im Kopf, dass Schwert und Schild so unglaublich krass war, obwohl es keiner mochte. Trotzdem 10 Millionen weniger als Rot, Grün und Blau. Punkte kriegst du auch. Ja, GG, stark. Ja, bei Peter ist okay. Gemacht. Ey, was soll das heißen? Ist schlecht. Der ist keine Gefahr für mich. Ich hab 200. Nee, Matthias, da musst du halt auch buzzern und dann ist auch okay. Ach so, okay. Wir haben noch keine einzige 800er-Frage, deswegen nehme ich jetzt echter Gamer 800. Boah, echter Gamer. Okay. Das darf ich wieder vorlesen, echter Gamer für mich ist die geile Karte. Da bin ich echt gespannt. Das ist keine Matteo-Frage. Ach. Okay. Cloud Strifes. Wer? Ikonisches Schwert. Trägt welchen Namen? Oh. Ich weiß es leider nicht. Ist es Final Fantasy oder was? Ja, Final Fantasy 7. Ja. Ist das ein Name? Ich bin auch verwirrt. Schwert. Schwerti. Kann ich kenne den Namen nicht. Ich habe sogar das Remake gespielt. Wie viele Punkte sind das, wenn ich jetzt hier Kacke mache? 800. Oh. Ja, du bist gut dabei. Dann. Nein, dann nicht. Ey, das hat ein Schwert, da kann ich mich überhaupt nicht mehr dran erinnern. Und das Spiel habe ich echt häufig gespielt. Mega, das gibt's doch nicht. Wenn du es siehst, dann kennst du es, glaube ich. Ich habe leider kein Bild hier. Dieser Riesenklopper, dieses mega. Ja. So, so ein Riesenklopper ist der Name. Ja, und dann so breit so ein, ist. So ja, ein genau. So, ja, genau. Was eigentlich so eine Platte. Ich krieg 10 Sekunden, kriegst du noch von mir, dann löse ich auf. Ja, das heißt bestimmt Riesenbreitschwert. Nee, brauchen wir nicht. Ich möchte danach noch einen Tipp abgeben. Das heißt Thunder. Okay. Ich Thunderbolt. Glück, aber ich traue mich nicht. Okay, ich schließe hiermit. Angst. Ihr kriegt Halbwerk. Keine Punkte. Ihr könnt mir aber. Dado, du kannst mir gerne sagen, was du denkst. Ist es das Buster Blade? Buster Sword? Buster? Buster Sword wäre. Ja. Oh, Gott sei Dank, hast du nicht gedrückt. Buster Blade wäre falsch gewesen. Der Buster wegen, ich glaube, die Smash-Attacken von ihm heißen alle, sind Buster Moves. Ah. Ah. Ja, Buster Move. Okay. Du hättest aber nächsten Punkte Matteo um 200. Ich darf also, okay, geil. Ja. Ich nehme. Watch. Den kenne ich 1000. Oh. 6000. Okay, ich sag hier direkt davor. Den kenne ich nicht. Nee, wisst ihr was? Ich will alle Namen haben. Was? Wie, der hat mehrere? Okay, ich will alle Namen haben. Das ist eine Gruppe. Wenn das niemand beantworten kann, okay. Gucken wir mal.
Team Rocket ist es. Man muss die Namen wissen. Okay, das geht noch, das geht noch. Ich wusste es. Ich wusste schon bevor. Hä? Das ist nicht. Es ist. Stopp, stopp, bevor ihr buzzert. Das ist falsch gecroppt. Da kommt noch. Soll hier nicht mit drauf. Ja, okay, den Namen hätten wir, glaube ich, alle. Ich glaube. Warte mal, seht ihr ein Bild? Kann ich. Seht ihr ein Bild? Ja. Ich sehe kein Bild. Bei mir ist so ein Fehler. Okay, so Matteo, Fehler. Wie heißen die vier Geister von Pac-Man? Ja, kenne ich nicht. Also ich hätte es auch nicht gewusst, aber ich habe so einen kleinen Fehler. Ein kleines Fehlerbildchen. Das löst sich dann auf. Peter, wir müssten die eigentlich aus TTT kennen. Die konntest du alle auf dieser TTT-Map aktivieren. Ich kann euch drei sagen. Ja. Dann ist es, wenn wir es zusammenhauen und dann teilen wir uns die Punkte auf. Ich lade mal neu. Ich hoffe, ich fliege jetzt nicht raus. Ja, genau. Das können wir als Teamarbeit vielleicht halt versuchen. Gerne, ja. Wie gerne. Ihr könnt mir das danach sagen, aber dann kriegt ihr halt keinen Punkt für, ne? Ach so. Ich kenne den zweiten. Wirklich legit? Nur den zweiten? Ich glaube ja. Ich glaube, das ist ganz offensichtlich, oder? Also, der Name ist doch super einfach. Oh, ja, stimmt. Ja, ja. Ich kenne noch einen weiteren Namen. Thomas, Schorsch. Oh, jetzt sollten wir vielleicht nicht mehr so viel sagen, weil dann kommt noch einer an die Punkte. Okay, das weiß wahrscheinlich niemand. Kennt ihr überhaupt irgendeinen Namen? Ich schließe das jetzt mal. Okay. Kennt ihr überhaupt irgendeinen Namen? Ist es nicht irgendwie Pinky? Ja, Pinky. Blinky? Ist Blinky nicht auch einer der Namen? Clyde gibt's doch noch, oder? Wo kommt denn Inky, Pinky und Clyde? Blinky, ja. Pinky, Inky und Clyde. Blinky hat wir hätten es als Team hinbekommen, legit. Ja, ja, ihr hättet es als Team wirklich als Team, ja. Aber alle ja, ohne Matteo halt. Zu dritt hätten wir das hingekriegt. Kann einer lore-mäßig erklären, warum die Blinky, Pinky, Inky und Clyde heißen? Das ist übersetzt worden, glaube ich. Die haben ja im Japanischen einen ganz anderen Namen tatsächlich. Aber das weiß ich nicht. Sich jemand gedacht, ja, warum nicht? Finde ich gut. Ja, das war schwer. Aber Matteo, du darfst noch mal auswählen, weil du immer noch die wenigsten Punkte hast. Okay, ich will jetzt wissen, danke, dass du es noch mal erwähnt hast, Peter. Ich will jetzt wissen, ob bei mir die Bilder alle nicht gehen. Deswegen mache ich noch mal GeoGuessr 800. Die gute Kategorie schon raus. Aber GeoGuessr? Ja, okay. Ist ein Bild, oder? Ja. Ist ein Bild. Ja. Okay. Mal gucken. Okay, ich brauche wieder nur das Spiel, ja? Mhm. Ja. Mhm. Aha. Oh, Halo 1. Halo. Ah, was? Ach, du hast. What? Nein. Also Halo. Ist das der Ring? Ist das der Halo? Es ist der Casino am Ende, ja. Danke, Bless, danke. Oh mein Scheiße. Gott, das Spiel, was ich gespielt habe. Dankeschön. Okay, also, ich habe Halo gespielt. So, oh. Ja. Also Matteo darf anfangen. Und dann ist da sowas drin. Hm. Ja, komm, das 18 DB-Fragen da. Dann ist da der Ring aus Halo. Ja, aber ich dachte mir, dass es trotzdem nicht ganz einfach ist, weil das Bild ja trotzdem nicht so viel hergibt. Es ist ja nur die Katze. Ja, hier, ja, das ist ja, vor allem in jedem Halo-Teil explodiert ein Halo-Ring. Deswegen. Ja, aber da an der Explosion siehst du, dass es wahrscheinlich eins ist. Ja. Okay, dann nehme ich den kenne ich 800, weil das ist auch ein Bild wahrscheinlich, ne? Ja. Da bin ich mega gespannt tatsächlich. Der Master Chief, oder? Ich muss schneller klicken. Matteo kriegt das Bild auch. Okay. Das kenn ich. Ich hab's aber verkackt. Das ist Hades. Nee, ist nicht Hades. Aber ich sag trotzdem, das ist Hades. Das ist Hades. Braucht den genauen Namen. Oh, shit. Leider nicht der genaue Name. Oh nein, das weiß ich nicht. Junior. Hades Junior. Ich bin dabei, Chiara. Ich gebe den Buzzer frei. Achso. Ich durfte gar nicht. Achso. Den genauen Namen weiß ich auch nicht. Ich weiß. Das ist ein cooles Spiel, aber ich hab's. Doch, du durftest, Peter, aber du hast die Punkte verloren. Also, das war falsch. Ja, okay. Aber halt. Ja, egal. Wieder auf Null. Das ist bitter. Weiß niemand, ne? Nee, hab ich nicht gespielt. Nee. Ich wusste auch, dass bei dem jemand buzzern wird und sofort Hades war. Ja, aber nachdem du gesagt hast, dass du wir kriegen die alle nicht mehr hin, habe ich direkt nicht gebuzzert, um Hades zu sagen, weil ich dachte, das müsste ja jeder wissen. Das ist schlau, ja. Das ist schlau. Sonst hätte ich das nämlich auch gesagt. Ich gebe den Buzzer auch nochmal für dich frei, Peter, falls du oder weißt, weil ich glaube, das weiß niemand gerade. Nee, ich weiß nicht. Ja. Heißt der Pinky Hades? Nee, ne? Clyde. Clyde. Clyde Hades. Nee, es ist Zagreus aus Hades. Also, das Spiel war richtig, aber der Charakter. Ja. Ah, nie gehört.
Boah, das ist aber auch so ein neueres Game, oder? Das ist auch von 2021 oder so. Spiel des Jahres 2021, glaube ich, oder? Ja, sowas, ja. Das war Spiel des Jahres? Krass. Ja. Das ist schon sehr stark. Hat richtig viele Awards gekriegt, glaube ich. So, da das jetzt ja niemand beantwortet hat, muss der mit den wenigsten Punkten ja die Kategorie aus. Aber das ist Peter, ja. Ich will die 1000er Kategorie eben wieder aufgeben. Ich will nochmal die Punkte durchgehen. Ich kann es nicht genau lesen. Das ist der Peter hat 0, Daluka sitzt auf 1800. Chiara sitzt auf 1600 und Matteo auf 1000. Es sind einfach alle dreistellig. Das ist krass. Ja. Wie dreistellig? Vierstellig seid ihr noch. Ach so, ja. Ich hab's nicht korrigiert. Es gibt aber keinen Punktabzug, nur weil ich keine zahlen kann, okay? Vierstellig fällt bei Matteo noch unter Kleingeld, deswegen. Ja, genau. Okay. Ich muss jetzt, wie gesagt, eine Tausenderfrage nehmen, um mit Matteo gleichzuziehen. Ich sag, hat er nicht gesagt. Never. Das drücke ich dir hat weg. Hat er nicht gesagt. Ich drücke dir das verlierst du 1000. Na, ist mir egal, ob du kriegst das ist aber, das ist sehr geil, da bin ich gespannt. Oh nein. Bin ich gespannt. Okay. Ich lese das aber vor, ja? Mhm. Ja. It is a good life we lead, brother. The best. May it never change and may it never change us. Oh. Ich gebe euch noch einen Tipp, es sind zwei Personen, die das sagen. Man muss beide nennen. Es sind zwei, die es sagen gleichzeitig, oder was? So wie now it begins. Oh, now it ends. Der eine sagt, it is a good life we lead, brother. Der andere sagt, the best. May it never change. Der andere sagt wieder, may it never change us. Es können so viele sein. Ist wahrscheinlich so. Es reicht mir, wenn ihr mir hier das Game gibt, okay? Ja, okay. Game. Das ist Assassin's Creed. Also der eine ist Ezio. Dann ist die Antwort falsch. Aber welches ist Assassin's Creed? Ja, ist das okay? Ist das wichtig? Dann zwei. Ach ja, genau. Jetzt darf er noch berichten. Ja, nein, also ich dachte. Du hast Assassin's Creed gesagt. Ja, das ist jetzt, du hast mir halt Assassin's Creed gegeben. Ja, okay, das war tatsächlich. Aber, ja, schade. Es ist tatsächlich. Das ist jetzt schwierig. Ich habe euch alles gesagt, was ich wollte. Weil die Antwort ist jetzt schon weggegeben, quasi. Ja, durch Korrektur. Ja, das ist okay. Oh, ich liebe Peter ein bisschen, ey. Spiel ist Assassin's Creed, ja. Du hast mir Assassin's Creed gegeben. Und ich habe dir sogar noch gesagt, dass Ezio das gesagt hat, aber ich kenne den anderen nicht. Hallo, es ist leider falsch. Okay. Also das ist eine Frechheit. Wegen Ezio solltest du. Ich würde mich gerne mit euch vier beraten. Die sagen, ich kenne die vier doch alle. Zählt seine letzte Antwort oder zählt die davor? Naja, die also wenn wir streng natürlich. Sind, bei mir hat der Tetris auch nicht gezählt. Und danach habe ich gesagt Minecraft. Also. Ja, also das ist eine 1000-Punkte-Frage. Das ist eine 1000-Punkte, da muss das schon genau sein. Also, ja. Die kennst du mir einfach. Die kennst ich finde, wir sollten Dalu die 1000 geben und Matteo die abziehen. Nee. Deal. Nein. Ja. Ich finde, ich krieg 500 davon und dann machen wir vergessen. Du wolltest doch demokratische Abstimmung, oder? Das ist ein guter Vorschlag von mir gewesen. Das ist kein guter Vorschlag. Vorschlag von mir gewesen. Ja, es ist. Ich lasse das zählen. Es ist Assassin's Creed 2. Was? Also ich lasse das zählen. Er wusste, dass es Ezio ist. Er hat gesagt, Assassin's Creed. Okay. Wer ist Federico? Ich lasse es durchgehen so. Das wird zu schwierig. Weil wenn ich die Buzzer jetzt mal freigebe, dann drückt ihr ja sofort nochmal und ihr wisst ja schon, was. Hätte ich die Frage rausnehmen müssen. Komm, das war schon stark, Peter. Ja, das war schon eine gute Antwort. Also komm, ich bitte. Also, gib ich dir jetzt die 1000 Punkte oder. Oder lassen wir die Frage einfach raus. Gib mir 200. Ich muss den Moderator entscheiden. Ich will ja auch nicht zu selber damit. Jetzt verhandelt er hier wie auf dem Bazar. Ja, du kriegst 1000 200. Punkte von mir. Okay. Dalu kriegt's geschenkt, wie immer. Geschenkt! Dalu kriegt's geschenkt. Ich will auch nicht zu viel beeinflussen. Ach, Dalu kriegt's geschenkt. Okay. Ja, ich muss am Ende entscheiden. Ne? Und ja, das ist schwierig. Ja, das ist ein Spiel gesagt. Ich so, ja, es ist eigentlich zwei, aber... Aber hast du gesagt, dass du den genauen Spieltitel willst? Ja, ich hab gesagt, mir reicht das Spiel, das war jetzt nicht super genau. Deswegen, ja, mir reicht das Spiel. Vielleicht ein bisschen genauer sein können. War meine Schuld, ich wollte keine Umstände machen. Ich hab Lesk jetzt Punkte abgezogen. Ja, ich hab zum Glück keinen. Das ist alles Lernerfahrung, aber Dalukat darf gerne die nächste Kategorie wählen. Okay, Matteo, was hättest du gerne? Ich hätte gern Insider 1000. Dann nehmen wir Insider 1000.
Geil, ich danke. Muss mal wieder was wissen. Ich will mal sagen, dass der Matteo auch gegen dich war, Dalu, ja? Nee. Okay, wir nehmen doch nicht Insider. Nein, du hast gesagt, das ist eine Tausender-Frage, da muss man schon genau antworten. Ja, es ist nicht richtig. Ja. Das teuerste Spiel. Oh mein Gott. Auf Steams. Auf Steam. Steams. Auf Steam. DLCs inkludiert ist. Müssen wir jetzt auch den genauen Titel? Ich will diesmal den absolut genauen Titel. Ja. Hä, warum ist jetzt so mega genau? Ja, verstehe ich auch nicht. Muss mir das nicht buchstabieren, aber hier gibt's nicht. Das ist relativ easy, der Titel. Da gibt's keinen spezifizierenden. Da gibt es, sicher, nenn mir einfach den Titel. Nenn mir einfach den Titel. Ich sag The Hunter. Nee, ist es nicht. Ich gamble jetzt, auch wenn meine Punkte weg sind, ich gamble jetzt. Blesk hat mir einen Hint gegeben. Ja. Spammst du da, Lu? Ich bin sowas von am Spam. Ich spam auch. Spamming. Nein! Oh, okay, es kann sein, dass ich alles verliere, aber ich sag die Sims. Nein! Gib frei! Das ist leider falsch. Nein! Mann, wie heißt denn das? Ja, du bist aber nicht dran. Ach so. Das muss ja dann, wenn du sagst, das hat keinen spezifischen, das ist nur der Train Simulator. Das hat 5000 DLCs. Ja. Es ist der Train Simulator. Für 7 Millionen so Euro. 80.000 Euro oder so. Das ist tatsächlich der Train Simulator. Ja. Und der Train Simulator kostet, wenn man alle DLCs inkludiert, die 10.000 Euro. Das wusste ich, ja. Das Mann! Shit. Ja, was? Das ist super krass. Überall Strecken und so, die werden alle verkauft für, weiß ich nicht, 15 Euro oder so, irgendwie so in die Richtung. Und es gibt super viele. Du musst dir mal, DLCs, du musst dir mal die Liste angucken, wenn du bei Tram Simulator unten auf alle Anzeigen drückst. War klar, dass es ein Simulator ist, ne? Die verkaufen immer jeden Kleinkram. Ja, und Züge, das ist einfach so, das ist die Schwachstelle der meisten. Ja, jede einzelne Bahnhof auf der Welt so und ist halt sehr teuer. Ah Mann, ich hab gespammt. Wie warst du schneller da? Ich hab auch wild rumgespammt, Du sitzt auf dem Server wahrscheinlich, ne? 679 DLC. So, jetzt muss ich alles wissen, dann gewinne ich. Let's go. Okay. Der genaue Titel ist Train Simulator Classic. Oh, ups, da muss ich 1000 Punkte abziehen. Dort. Nee, da stand. Ja. Nein, genau. Moment, in der Antwort stand Train Simulator. Da stand Train Simulator. Also, Antwort, ich bin auch gegangen. Wieder geschenkt. Aber ich habe noch keine Punkte bekommen. Hallo, mein PayPal habe ich dir in Streamchat geschickt. Ist meine Punktzahl hier abgeschnitten oder fehlt da was? Da fehlen ein paar Nullen wahrscheinlich, ja. Aber es sind doch 3,8. Nein, es sind zu wenig. Ja, und jetzt haben wir ein Problem. Ich hab dir die Punkte nicht gegeben. Die muss ich dir gleich mal drauf. Die alles gut. Wir machen jetzt noch echte Gamer für 200. Schau mal, wenn Chiara 400 Punkte schafft, dann haben wir wieder alle vierstellig. Echte Gamer für 200. Ja, das musst du dir bitte mal merken, Dalu. Sonst alles gut. Just for free. Ich merke mir das da, du kannst es vergessen. Matteo hat auch 800 gerade, das habe ich mir auch noch gemerkt. Echte Gamer für 200. Okay. Welche dieser Farben war in der Release-Version von Among Us nicht verfügbar? Multiple Choice? Cyan? Rose? Lime? Und Brown? Das müsst ihr doch wissen! Ja, eigentlich schon, aber die Antworten sind fies. Ich dachte, es kommt jetzt so Pink oder so und dann hätte ich gedrückt, aber. Oder war Pink direkt dabei? Ich habe keine Ahnung. Ich finde, Dalu sollte gambeln. Sei mal ein bisschen mutig, Dalu. Ja, komm, Dalu, du hast 8000 Punkte irgendwie oder so. Ja, du kannst auch, wenn du 18 mal drückst, bist du immer noch Erster. Nimm einfach alle. Rat einfach alle nach der Reihe durch. Ja. Also ich hade zwischen zweien. Komm, Dalu, bei deinem Glück und deinem Skill kannst du ja eh gleich locker die 200 einstecken. Okay, pass auf. Cyan und Lime gab es auf jeden Fall. Was ich mich frage, ist, gab es Braun als Farbe im Standard im Among Us? Bart war immer braun. Mhm. Hat Blesk das reingenommen, weil seine Farbe nie existiert hat? Was hat Blesk am Anfang gespielt? Also, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, Rosé gibt's. Rosé, ich sag Rosé. Rosé ist nicht. Also, Rosé oder Braun, das ist eins von beiden. Rosé. Ich sag Rosé als Antwort. Rosé ist richtig. Jetzt gebe ich dir, pass auf, die 200 Punkte. Und jetzt muss ich 1, 2, 3,
4, was? 5. Jetzt kann ich die wieder oben rauflegen. Ah. Das waren die 1000 von vorher. Ja. Braun? Hat irgendeiner in Klassik Braun gespielt? Ja, Gnu, Bart. Gnu zum Beispiel, Gnu, Bart. Genau, Gnu, ja. Bart. Das war Braun. Ja. Gab Pink, aber es recht, gab keinen, du hast recht, Gnu Rose. Hatte... Rose war eine der ersten Farben, die dann hinzugefügt worden sind. Also an Braun habe ich mich auch erinnert. Und ja, Cyan und Lime war, das weil die Gruppe von Toast und so, die spielen das ja immer, also die haben ja immer diese Worte gesagt, deswegen ist das so hängen geblieben. Ja, ja, Lime dachte ich, da geht jemand auf den Lime, aber. Oh, ja. Das gibt 1000 Punkte für den Moderator. An der Lifeline auf Polos steht Lime tatsächlich immer dran und das ist ja eine der ersten Farben gewesen, deswegen, da kann man es, glaube ich, so ein bisschen erkennen. Ja, ich glaube, Lime wusste ich, weil ich war immer grün und jemand anderes, ich glaube, Simon war ja. Wollte auch immer grün, genau, und der wollte immer Lime dann haben, ja. Okay, Hat er nicht gesagt für 600. Okay. Hat er nicht gesagt für 600? Mhm. Lese wieder vor. Mhm. I caught a sea bass. No, wait. Ach, das Pokémon irgendwas, oder? Animal Crossing. Ach. Soll ich noch den genauen Titel sagen? Ja, natürlich. Nicht die Reihe. Falsch. Stimmt, steht hier nicht, aber so richtig. Ach, also. Ja. New Horizons ist es nicht, war Animal Crossing 1. War Animal Crossing Villager. Ich stand da 10-, aber da das andauernd gesagt wird im Spiel, haben die gesagt, das darf nicht so rein, weil das ist zu negativ, haben die C+ draus gemacht. Was? Okay. Echt jetzt? Das war ein nicer Fun Fact. Die haben gesagt, das ist eine Nachricht, die liest der Spieler so oft, die wollen wir positiv haben und nicht negativ. Ah. Und deswegen wurde das geändert von C+. Hör mal nett. Ja. Habt ihr den Spielspaß noch nicht so gefunden bei dem Spiel? Ja, deswegen habe ich auch den Satz nicht gefunden. Hab's auch nicht gespielt. Hey, ihr habt dir die Punkte nicht gegeben, Chiara, es tut mir leid, die 600 kriegst du aber noch. 1000 meinst du? Es waren 1000. Nee, waren 600, ne? 600? Ja. Schummelversuch gibt 1000 Abzug. Nee, da krieg ich nochmal 1000. So wie da. Ach so. Okay. Chiara, du darfst auswählen, die Punkte muss ich dann nachher irgendwie draufschreiben. Echte Gamer 1000. Oh, die Tausender, ich dachte, die lassen wir für Gamer. Die Spannung bis zum Schluss. Ja, es ist doch nur noch einer da, es gibt mehr Tutleiter. Ja. Aber ich bin sehr gespannt, aber es. Ja, mal gucken. Mhm. Welcher Gott löste Kratos Rachezug gegen den Olymp aus? Ah! Ich habe so getan, als würde ich drücken, aber ich weiß es nicht. Ich das ist so eine Chiara-Frage, glaube ich. Ich habe God of War nie gespielt. Achso, ich hätte dich da gesehen. Ich muss ja hier ein bisschen auf Risiko gehen. Ich sag Ares, weil das der Endgegner im ersten Teil ist. Der Gott des das Krieges. Das ist absolut richtig. Oh, Ares! Ja, er hat Kratos dazu gebracht, dass er seine Family umbringt und das fand er nicht so gut. Und dann hat es halt, dann war vorbei. Dann war komplett vorbei. Wie oft ist Kratos da schon aus der Hölle geklettert? Keine Ahnung. Da im ersten Teil zum ersten Mal. Ist das nicht das Im Meme, dass er da irgendwie immer wieder rausgeht? Stark. Ja, sehr gut. Wir haben nur drei Fragen. Gutes Comeback. Ja, null Punkt. Ich wünsche mir aber gut. Null Punkt. Gute Antwort. Achso, ich nehme Insider 800. Das ist eine Frage, die ich vorlesen werde. Oh nein. Und das ist eine Frage, die ihr vielleicht. Na, okay, ihr guckt selbst, okay? Oh, ich weiß sie wieder nicht, ne? Nenne ein Spiel neben Fortnite, welches von Epic Games entwickelt wurde. Entwickelt? Irgendeins. Entwickelt? Nicht von Epic Games. Nicht gepublished, sondern entwickelt. Also sowas. Also sowas wie... Ja, wieso, hä? Ich sag jetzt einfach mal, also ist das nicht sowas wie Doom Eternal? Jetzt wird nachgegoogelt. Also ich hab auch einen Titel im Kopf. Oh mein Gott. Das muss doch richtig sein. Das kann doch gar nicht, das kann doch nicht falsch sein. Nee, Doom ist doch It. Nein, ja, nicht, das von nicht das von Feder, aber das eine kann doch nicht falsch sein. Das ist leider falsch. Jetzt muss ich spammen. Ich gehe wieder auf Risiko. Ich darf ja nicht mehr schauen. Boah, Dalu, ist also, einfach schneller. Es Unreal Tournament muss doch richtig sein, oder? Nein. Es ist die Unreal Engine. Und die ist von Epic Games. Ich wollte nämlich auch Unreal Tournament. Ach, echt? Da haben wir zwei größeren Titel drin
Und einer davon ist Unreal Eternal. Ja, und Gears, ach, genau. Gears of War. Hä, Chiara, du liebst doch Gears of War. Hätte Paragon auch noch? Da los durchgekommen. What? Ja, ja, das sind die kleineren Titel, Paragon und so. Paragon, glaube ich, noch. Aber ganz viele Sachen wurde nur von Epic gepublished. Krass. Ja, ich meine, bei Gears war ich mir nicht sicher, ob es entwickelt wurde oder gepublished. Und bei Unreal war ich mir aber sicher, weil die das neue Unreal Tournament nicht weiterentwickeln wegen Fortnite. Ja, aber ich bin dafür, dass Chiara jetzt auch ein paar Punkte verliert, weil das hätte sie wissen müssen. Ich bekomme erstmal nochmal 600 Punkte übrigens. Ja, nee, das Problem, ich brauche eine 600-Punkte-Frage, damit ich die dir geben kann. Das, ja, das geht leider nicht mehr. Wir haben keine mehr. Schade, Chiara. Naja, egal. Nächste Runde dann, ne? Wir haben leider keine mehr. Ich muss schneller, ich muss schneller spammen. Kriegst du tatsächlich nicht mehr. Da habe ich Fehler gemacht. Okay, ich kann auch maximal auf plus 200 Punkte kommen. Den kenne ich. Den kenne ich. Den kenne ich 400. Ja. Oh mein Gott. Oh nein. Ich weiß nicht, warum ich den bei 400 reingemacht habe. Ist das schwer? Ja, okay. Ist das super schwer oder super leicht? Come on. Mal gucken. Animal Crossing. Also, wer denk ist? Bitte dran, denk bitte dran, ich brauche den Namen. Ich brauche hier wirklich den Namen. Ja, und ich sehe, dass er Animal Crossing fragt. Peter, das ist dein Game, oder? Nee, hieß er nicht Ralf? Ich kenne nur Robert? Bei Robert. Ich kenne nur Tom Nook. Tut mir sehr leid. Das ist falsch. Ich muss dir aber keine Punkte abziehen, weil die hast du eh schon. Also jetzt fehlen dir nur noch 200. Nicht das mehr 600. Fair, fair, fair. Okay. Wie hieß er denn nochmal? Keine Ahnung. Ich habe das auch nie. Ich habe den noch nicht mal gesehen. Ich kenne nur Peter. Hast du Ralf oder Robert zählen lassen? Weniger bekannt, glaube ich. Das zählt. Ist beides falsch. Ich glaube, Peter, du sollst immer drücken, einfach irgendwas sagen, weil ich meine, schlimmer Witz. Ja, deswegen habe ich gerade auch mehr bekannt, glaube ich, über die Memes. Also das ist ein riesengroßes Meme gewesen. Den noch nicht. Ach so, warte mal, den kenne ich dann doch. Es gibt halt unendlich viele Namen. Warum gibt es von dem gibt's Meme? Es ist irgendwas mit R, das weiß ich. Ron. Ronny. Weasley. Ron Jeremy, glaube ich. Du kannst mich hier zu Dingen verleiten, Matteo. Wenn ihr nicht buzzert, dann löse ich auf in 5. Peter, ich würde an deiner Stelle immer drücken, immer. Ja, was soll ich denn drücken? Ja. Noch ein Name mit R, einfach. Ein Name mit R. Robby. Der heißt Robby. Ja, komm, jetzt. Da kriege ich die Punkte, wenn das stimmt, okay? Heißt leider nicht Robby. Okay, na gut. Okay. Wie heißt er? Ich bin echt gespannt, wie der heißt. Ob der einfach einen normalen. Ja, der heißt. Wie? Roald. Roald? Oder im Deutschen, heißt der Roland. Roland. Hab ich doch gesagt, oder nicht? Roland. Hast du das, Roland. Chiara, das hast du doch gesagt, oder? Hab ich gesagt, ja. Nein. Du hast Ralf oder Robert gesagt, glaube ich. Ja, ja, sie hat etwas ganz anderes gesagt. Nee, Peter und ich doch. Roland. Aus welchem Peter hat die Möglichkeit, die letzte Kategorie auszuwählen. Oh, geil. Kannst du, Peter, was willst du denn? Ich entscheide mich, hat er nicht gesagt, 800. Also an Peters Stelle würde ich es einfach sofort spammen, weil, why not? Kann ich schon buzzern? Ja. Oh, das war ein Fehler. Der jetzt Gott, musst du die Antwort sagen. Ich will die Antwort hören. Was hat wer nicht will gesagt? Ich jetzt hören? Komm. Was hat wer nicht gesagt? Wer war's? Also man muss auch nur die Spiele-Serie nennen, wie wir letzte Frage gelernt haben. Genau, deswegen sage ich Mass Effect. Nice. Das stimmt. Jetzt das ist. Reset dein Buzzer. Ich lese jetzt das Zitat vor. Ja. Bearer of the Sieg, Last. Was? Was ist Sieg? Bearer of the Sieg, Last. Kannst du es zeigen? Ja, zeig mal, wie man es schreibt. Das ist aber nicht Elden Ring oder wegen Bearer, Ring Bearer oder so. Oh mein Gott, Chiara. Das hat mich irritiert. Okay, ich sag Dark Souls. Welcher Teil? Ich will den genauen Titel haben. Genauer Titel. Nicht die Reihe, Chiara. Eins. Falsch! Falsches zwei. Es ist zwei. Moment. Buzzer! Ich glaube, Matteo jetzt einfach. Ich spam auch. Nein, es ist Dark Souls 2. Hast du 3 oder 2 gesagt? 2, Dark Souls 2, sag ich. Das ist mein Dark Souls 2. Ja. Das ist mein Lieblingszitat. Warum? Eigentlich sagt er was ganz anderes, aber man skippt den immer so schnell weg, dass das Einzige ist, was er rauskriegt. Ach so. Ja. Aber wer spielt der sagt normalerweise Barrow of the bla 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 und dann redet die ganze Zeit, man skippt das weg und das ist das Einzige, was man. Barrow of the Curse, bla bla bla.
Ja, das habe ich auch öfter gehört, das Zitat, ja. Ja. Matthias, sag das doch noch vor! Ja, ich wusste, dass ich... Sorry. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Punkte ich hätte schlussendlich gehabt. Du hast null. Bin ich? Genau null. Du hast genau 200 null? Nicht gekriegt, aber die kann ich dir leider nicht wiedergeben. Ich habe genau, null. Okay. Ist Theo sogar vor mir? Ja, dann Dalu, Glückwunsch zum ersten Platz. Mann, schade, dass wir kein zweites Board haben. Aber oh, das war mega Spaß. Mega Spaß, ohne Scheiß. Das hat richtig Laune gemacht. Ja, ja. Aber wer ist Roald? Und welche Memes gehören dazu? Ja, Roald ist ein random Villager aus Animal Crossing New Horizons. Oder ich glaube, den gibt es in mehreren Teilen. Und er wurde irgendwie zum Meme, das weiß ich nur. Ich hab's in den Kopf gehabt. Aber es ist mir natürlich, es war klar, ich dachte, ihr wisst mehrere Sachen nicht. Aber es waren nur drei oder so, die ihr nicht hattet. Oder zwei. Ja. Du hast auch die schlauesten Menschen eingeladen. Ja, und Peter. Zum Glück, weil ich nicht aus Versehen auf Close Game gedrückt habe, zum Beispiel, wo alles weg gewesen wäre. Das ist ein riesiger Button, einfach Close Game. So, jo. Aber ja, bis auf das Punkte geben. Ich glaube, ich habe alle Punkte gegeben, außer die von Chiara. Matteo hat 200. Meine Tetris-Punkte fehlen noch. Du hast sogar Pluspunkte, Matteo. Ich habe 1000. Ich bin mega zufrieden. Also, guck mal, ich bin in Dalus Range und dann weit abgeschlagen, der Rest. Ja, bei Dalu kann man sich drüber streiten, wenn ich eigentlich 4-6 haben müsste. Nee, warte, 3-6, ne? Weil du hättest ja Minuspunkte gekriegt. Ja, aber es hätte alles geändert. Aber es hätte, also, du hast das ja, okay, gemacht, guter Punkt. Ja, klar, 3-6. Abgesehen von der Gerechtigkeit hast du das echt gut gemacht. Ja, beim nächsten Mal bin ich strikt. Beim nächsten Mal, wenn ich sage, ich will genaues Spiel haben, will ich auch wirklich genaues Spiel haben. Ich hätte halt auch nicht gedrückt, wenn du nicht gesagt hättest, du willst nur das Spiel haben. Weißt du, du hattest ja gesagt, von wem ist das Zitat. Sondern hast du gesagt, mir reicht das Spiel. Und dann hatte genau, ich okay, ich das weiß ich. Ich sollte dir vorsagen, so, ich brauche genau einen Titel. Ansonsten. Naja, 3-6 wäre schon richtig, wahrscheinlich. Nee, aber danke, dass ihr mitgemacht habt bei meiner Generalprobe von BrainLag. Sehr gerne, danke für die Einladung. Macht auch noch danke mal mit, wenn ich noch ein paar Fragen raussuche. Ja, auf jeden Fall. Ja. Nächstes aber Mal dann weniger. Ohne WoW, ich brauche nur ein zweites Brett. Also ein Brett ist zu schnell. Das waren 40 Minuten oder so. Das war richtig lustig. Sehr knapp. War sehr cool, ja. Glückwunsch, Dalukart. Vlesk, möchtest du noch Fall Guys zocken, wenn du eh jetzt noch Zeit über hast, oder? Ja, klar, wieso nicht? Okay. Können wir gerne machen gleich. Nice. Ja. Jo, dann euch viel Spaß. Ja, ich wünsche euch noch gute Streams, danke fürs Mitmachen und euren Chats. Viel Spaß und dies, das, Ananas. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön, Leute. Ciao. Ciao. Tschüss. Einen Abend noch. Ciao.